auf Muskelkater einfach drauf trainieren. Eine Umfrage unter euch hat gezeigt, dass 41% sagen ja. Aber das ist wirklich keine gute Idee. Karl-Heinz hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, Muskelkater ist eine Verletzung. Muskelkater sind Mikroeinrisse im Muskelgewebe und die brauchen Zeit, um zu heilen, sich zu erholen und die Leistung aufzubauen. Und erst dann, nach ca. 24 bis 48 Stunden, manchmal sogar 3 Tage, sollte ich wieder einen Trainingsreiz setzen, damit ich Fortschritte machen kann beim Training. Schau gerne auf meinen Kanal, ich habe noch viele interessante Videos und auf meiner Webseite, die verlinkt ist, auch interessante Coaching-Angebote für dich. Wenn du mich abonnierst, sehen wir uns beim nächsten Video. Dein Daniel.